Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute möchte ich euch mit euch zusammen mal etwas in Kindheitserinnerungen schwelgen. Und ich möchte euch ein paar Gameboy-Spiele vorstellen, die meine Kindheit geprägt haben. Bin ja sehr früh mit dem Gameboy damals eingestiegen. Also es müsste irgendwann wirklich Anfang der 90er sein. Ich habe so bis ungefähr Mitte der 90er damit auch wirklich aktiv gespielt. Das heißt, die meisten Spiele werden hier aus der Frühzeit der Gameboy-Historie sein und wahrscheinlich auch den meisten von euch bekannt sein. Ich wollte euch nur wirklich mal so ein paar Spiele vorstellen, die wirklich immer wieder in meinem Modulschacht damals gelandet sind und die mich auf eine bestimmte Art irgendwie fasziniert haben und begeistert haben. Ich finde es wirklich schade, dass man in der Kindheit natürlich jetzt nicht so das Wissen von heute hatte, wo man ja irgendwie die gesamte Bandbreite irgendwie kannte. Das war immer sehr, sehr zufallsbezogen, welche Spiele man wirklich gekannt hat. Ich meine, klar, es gab solche Magazine wie das Club Nintendo, wo man sich Tipps holen konnte, oder irgendein Kumpel kam mal mit irgendeinem obskuren Spiel, von dem man noch nie gehört hat, irgendwie um die Ecke. Das war natürlich fantastisch, aber irgendwie gefühlt ist ja so die große breite Masse wirklich an einem vorbeigegangen. Das ist schade und deswegen würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht mal in die Kommentare irgendwas reinhauen würdet, welche Spiele in eurer Kindheit so am einprägsamsten waren. Und genug der langen Vorrede, ich fange gleich mal an. Und zwar Solar Striker. Ich glaube, das war so mein zweites oder drittes Spiel, was ich damals bekommen habe. Und das Spiel hat mich dadurch so gleich so reingesogen. Das ist ein super Shoot'em'up von Nintendo selber. Ist auch wirklich im ersten Erscheinungsjahr, glaube ich, sogar des Game Boys erschienen. Und im Prinzip das Spiel, wenn man sich so ein bisschen den Factsheet, sage ich mal, anschaut, ist das sehr, sehr simpel. Ihr habt ein kleines Raumschiff unten, fliegt nach oben, müsst auch Gegner ballern. Also übliche Shoot'em'up kostet halt von unten nach oben und nicht von links nach rechts, wie A-Type zum Beispiel. Und das Gegnerdesign ist relativ einfach, die Waffen-Upgrades gibt es nichts Besonderes, aber das gesamte Paket hat mich immer wieder fasziniert, vor allem die Musik, die zieht einen sofort rein. Und ich glaube, jeder, der dieses Spiel schon ansatzweise auch mal gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Und es macht einfach Spaß, sich da so sehr reinfallen zu lassen. Ich kam damals nie weit, aber hat immer wieder viel Spaß gemacht. Kurz Zwischenschub, ich werde jetzt hier die ganze Spiel nicht in aller Gänze irgendwie großartig erklären. Da ich hier so einige rausgesucht habe und wie gesagt, die meisten dürfen die Spiele bekannt sein. Und was ich hier absichtlich weggelassen habe, sind natürlich die Super Mario Land Spiele Teil 1 und Teil 2. Vor allem der zweite Teil hat mich sehr fasziniert. Die habe ich jetzt hier mal weggelassen, weil das ist eine offensichtliche Sache irgendwie, finde ich. Dann als nächstes habe ich ein Action-Spiel und zwar Probotector. Ja, im Englischen heißt es ja Contra. Wir Europäer haben die Version mit dem Roboter und nicht dem Soldaten bekommen, was den Spielspaß aber natürlich nicht im Ansatzweise irgendwie vermindern vermag. Ist einfach ein super geiles One-and-Gun-Spiel. Auch hier bin ich nie wirklich, wirklich weit gekommen. Das zieht sich hier irgendwie so bei dem Spiel ziemlich durch. Aber gleich von der ersten Minute werdet ihr in die Action reingeworfen. Ihr haut den Finger auf den Dauerfeuerknopf und pflügt euch dadurch die Gegnermassen. Was will man mehr? Gepaart auch hier mit einer exzellenten Technik, die großartig flüssig läuft, die meiste Zeit zumindest. Die Musik treibt euch immer weiter voran. Und dann kommen da immer mal wieder so ein paar sehr, sehr schöne, abwechslungsreiche Zwischenlevel oder andere Level, wo ihr außer drauf sich steuert und nicht so aus der Seitenperspektive, was das Ganze natürlich noch etwas entzerrt und nochmal super bereichert. Auch da habe ich immer mal wieder reingespielt und einfach mal so, boah, Bock auf Action, alles klar, Probotector ab in den Modulschacht, los geht's. Also, ihr kennt es wahrscheinlich selber. Als nächstes habe ich ein Sportspiel mitgebracht und zwar WWF Superstars 2. Hier könnte ich auch den ersten Teil erwähnen, weil ich die Teil 1 und Teil 2 sehr geliebt habe, obwohl sie durchaus etwas unterschiedlich sind. Der erste Teil wurde ja von Rare entwickelt, der zweite Teil denn nicht mehr, beides von LJN gepublished, aber auch hier ist dieser Shit Rainbow, wie er ja beim Angry Video Game Nerd auch gerne mal genannt wird, mal nicht der Fall. Und beide Spiele sind wirklich gut. Und ich war und bin auch nie so dieser super arge Wrestling-Fan gewesen. Aber als Kind hatte man so ein paar, ich sag mal, allgemeine Wissen. Das war einfach da. Und wer Hulk Hogan war und der Undertaker war und so weiter, das wusste man einfach vom Schulhof her. Egal, ob man das ein einziges Wrestling-Match gesehen hat oder nicht.
Das wusste man einfach. Und hier werden euch wirklich sehr kurzweilige Kämpfe geboten zwischen natürlich lizenzierten Wrestlern. Die sehen natürlich auch nur, naja, wenn überhaupt ansatzweise so aus, wie natürlich in real. Ist klar, es ist der Gameboy. Während der erste Teil sich noch sehr, sehr auf die Basics konzentriert hat, ist es dieser zweite Teil, nimmt das und baut das so etwas auf. Es gibt hier so diese Steel Cage Matches, wo der Ring quasi ja, mit Stahlgittern verkleidet ist, also wie wirklich ein Käfig und so weiter. Und das war auch immer wieder für eine Runde gut. Und die beiden Spiele habe ich sogar durchgespielt. Also hier im ersten Teil war mein Favorit der Ultimate Warrior. Und hier im zweiten Teil war mein Favorit immer der Undertaker. Vielleicht auch, denke mal, durch diese hohe Medienpräsenz, die er gefühlt damals hatte. Dann als nächstes habe ich euch einen sehr, sehr wunderbaren Plattformer mitgebracht. Und zwar DuckTales. Das waren noch die Zeiten, wo eine Lizenzumsetzung zwar höchstwahrscheinlich scheiße war, aber es gab hier wirklich sehr, sehr gute Ausnahmen, vor allem was die Disney-Spiele zu der Zeit zumindest angeht. Später die Umsetzung von Virgin Interactive, König der Löwen und so weiter. Das ist was anderes als jetzt die hier, die von Capcom entwickelt wurden. Und ich war ein großer Fan von DuckTales, der Fernsehserie. Ich habe die wirklich immer gesuchtet ohne Ende, wenn es die mal wirklich irgendwo im TV gab. Ich habe den Film gerne gesehen und so weiter. War so ein bisschen meine Faszination mit Geschichte und natürlich so ein bisschen mit Schatzsuchen und so weiter, Abenteuer. Einfach nur fantastisch. Und man hat hier Glück. Es ist ein wirklich sehr gutes Spiel geworden. Und zwar spielt er hier den guten Onkel Dagobert. Und die Besonderheit ist hier, dass er so ein bisschen Mega Man-mäßig die Level frei anwählen könnte. Beziehungsweise bei manchen braucht er halt gewisse Items, um weiterzukommen. Und Onkel Dagobert ist natürlich ein alter, betagter Mann. Und da ist natürlich jetzt von seinem Bewegungsspektrum, sage ich mal, nicht so der Beste. Aber er hat seinen Gehstock dabei. Und dann kann er wie so ein Pogo-Stick, auf den kann er springen. Und damit könnt ihr dann auch Gegner erledigen. Und ihr könnt dann auch Steine wegschießen und so weiter. Wunderbar. Was ich hier bei dem Spiel auch wirklich sehr schön finde, es gibt zwei Schwierigkeitsgrade. Einen einfachen, den ihr wirklich sehr, sehr locker gut durchspielen könnt. Und dann einen schweren. Das ist dann halt die Herausforderung, an der ihr euch denn messen müsst. Und das ist dann auch wirklich merkbar schwerer. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Welten. Ne? Ihr seid in Transsilvanien unterwegs und ihr seid auf dem Mond unterwegs. Und die Musik, ach, wunderbar. Bevor ich jetzt so mehr in Schwärmen komme, ihr wisst, das Spiel ist gut. Es gibt einen zweiten Teil, der ist ja auch solide, aber so ein bisschen meine Nostalgie hängt auf jeden Fall am ersten. Als nächstes habe ich euch ein Puzzlespiel mitgebracht und zwar Quirk. Ich glaube, jeder oder fast jeder kennt dieses Cover. Eine Tomate mit Sonnenbrille und einen grünen Irokesenhaarschnitt. Fantastisch, muss ich mehr sagen. Ihr habt es wahrscheinlich sehr, sehr viele gespielt. Es ist relativ früh im Lebenszyklus des Gameboys erschienen. Daher ist die Technik natürlich sehr, sehr simpel. Ne? Also die Grafik, müssen wir nicht drüber reden, ist eher so wirklich zweckdienlich. Die Musik ist eingängig, aber auch hier so gesehen nichts über Besonderes. Und auch eigentlich ist das Spielprinzip sehr, sehr einfach. Und zwar, ihr habt immer einen Bildschirm, das ist ein Level. Ihr habt einen Eingang, ihr habt einen Ausgang. Ziel ist klar, ab zum Ausgang. Das Problem ist natürlich, der Weg ist versperrt und ihr habt verschiedene Hindernisse. Ihr habt dann meistens so Weichen, die ihr so an ein Gelenk dann umschalten müsst oder halt irgendwelche Blöcke, die ihr verschieben müsst. Ne? Und das wird dann startet natürlich einfach und wird immer komplizierter. Aber das Gute ist halt wirklich, dass es wirklich so schnell geht. Ihr habt ein Level in den Raum, rätselt ihr ein bisschen, zack, zack und weiter. Und dadurch, dass ihr immer so ein, wirklich so ein Spielfluss seid, bleibt ihr nie großartig irgendwo stecken, natürlich klar, wenn ihr das Rätsel nicht lösen könnt, aber so werdet ihr immer weiter vorangetrieben und deswegen ist das Spiel immer für eine Runde zwischendurch einfach super. Der Nachfolger Amazing Tater bzw. Puzzle Boy 2 im japanischen Raum ist bei uns leider nicht erschienen, ist mittlerweile auch ein sehr teures Sammelstück und auch aus diesem, ich sag mal, Gemüse-Universum gibt es ja auch noch so einige andere Ableger, wie zum Beispiel Spuds Adventure, was ja auch eines dieser sehr teuren Spiele ist, aber Quirk hat einen bestimmten Platz in meinem Herzen. Dann habe ich euch das vorletzte Spiel noch, und zwar Fortress of Fear. Das haben wahrscheinlich viele von euch auch gehabt, auch das eines der sehr frühen Spiele. Und auch eine große Enttäuschung erstmal. Ne? Ihr habt das Cover, ihr seht da so einen Barbaren, der gegen Skelette kämpft. Und ich starte das Spiel und irgendwie so ein Barbaren spielt er da nicht, ein Ritter, aber ist auch in Ordnung. Auch hier, wenn man nüchtern auf das Spiel irgendwie runterschaut, die Steuerung ist sehr,
sehr gewöhnungsbedürftig und zwar vor allem das Sprungverhalten. Also irgendwie habt ihr das Gefühl, dass das Spiel nicht unbedingt auf der Erde spielt, sondern irgendwie auf dem Mond mit einer verringerten Schwerkraft, denn ihr springt sehr, sehr lang. Und habt ja natürlich auch öfter so Sprünge dann ins Nichts, wo ihr halt irgendwelche Plattformen abschätzen müsst oder auf gut Glück springen müsst. Ich hasse sowas natürlich immer, habe ich auch schon damals gehasst. Aber die Grafik ist wunderbar gelungen, die ist einfach stimmig und vor allem die Musik. Die Musik, die treibt euch wirklich immer wieder voran und wer den Soundtrack von diesem Spiel nicht kennt, weiß ich nicht, dann tut's mir wirklich, wirklich leid, weil das hat's wirklich und deswegen habe ich da auch so eine Art Hassliebe irgendwie zu diesem Spiel irgendwie entwickelt. Also ihr kämpft einen Gegner mit eurem Schwert, ihr könnt verschiedene Upgrades einsammeln, die ihr braucht. Ist alles nicht so ganz einfach, wäre, finde ich, einfacher, wenn die Steuerung irgendwie ein bisschen besser wäre. Aber hat trotzdem einen Platz in meinem Herzen verdient. Und das letzte Spiel, was ich euch zeigen will, Leute, die regelmäßig meinen Kanal schauen, wissen schon, was kommt. Link's Awakening. Das Spiel hat mir damals wirklich komplett den Kopf weggeblasen. Weil wir hatten jetzt die ganzen Spiele auf dem Game Boy. Das waren relativ simple Spiele. Natürlich, das eine hatte vielleicht ein bisschen mehr Spieltiefe als ein andere, aber sie waren relativ simpel. Ich kannte Mystic Quest nicht, deswegen wusste ich nicht, dass es da so eine Art Rollenspiel irgendwie gibt mit so einer großen Welt und so weiter. Und dann kam dieses Spiel. Ich habe Zelda schon auf dem Super Nintendo damals sehr gerne gespielt. Und dann hatte ich jetzt Zelda auf dem Game Boy und das war so liebevoll gemacht, diese Welt, diese Charaktere, die da drin sind. Das ganze Spielprinzip, das ist einfach Feinschliff pur und Liebe pur. Gefühlt kommt da wirklich aus dem Game Boy so ein ganzer Charmeberg, also nicht Charme, sondern ne, das Charme, auf einen zu irgendwie geflogen. Und das ist eines dieser wenigen Spiele auf dem Game Boy, die ich wirklich durchgespielt habe. Dann war für 2 Wochen gut und dann wieder angefangen habe und nochmal gespielt habe. Ganz einfach, weil ich nicht unbedingt jetzt irgendwie wollte, okay, will ich jetzt hier alle Muscheln einsammeln oder sowas. Nein, sondern weil ich das einfach nochmal erleben wollte. Und das macht doch ein gutes Spiel aus. Und deswegen hat dieses Spiel einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Das war dann meine Auswahl von Spielen, die mich in meiner Kindheit sehr stark geprägt haben. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr auch in die Kommentare reinhaut, welche Spiele euch besonders geprägt haben damals. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.